Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich zur neuen Podcast-Reihe »Reden wir über Gier« begrüßen. Heute spricht der Psychologe Prof. Dr. Patrick Mussel von der Freien Universität Berlin über das Thema. Mein Name ist Peter Schaller, ich bin Mitarbeiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Was ist für Sie als Psychologe Gier? Wir Psychologinnen und Psychologen definieren Gier als den unersättlichen, exzessiven Wunsch nach mehr, koste es, was es wolle. Gier kann sich auf alles Mögliche beziehen. Der am häufigsten genannte Begriff ist sicherlich das Streben nach Geld und nach materiellen Dingen. Aber Gier kann sich auch auf Anerkennung beziehen, auf Leistung, auf Freundschaft oder auf Sex. Aber prinzipiell kann sich Gier auf alles Mögliche beziehen. Also im Prinzip ist dieser Wunsch nach Gier unabhängig vom eigentlichen Gegenstand. Woher kommt die Gier? Das wissen wir noch nicht genau. Wir haben eine Studie ganz aktuell zu dem Thema durchgeführt, in der wir der Hypothese nachgegangen sind, dass Gier eine Art Kompensation sein könnte für Dinge, die an anderer Stelle fehlen. Wir haben dabei sogenannte negative Glaubenssätze untersucht. Ein negativer Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, ich bin nichts wert oder ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Und was wir gefunden haben, ist, dass Menschen, die solche negativen Glaubenssätze haben, höhere Werte auf Gier haben und dass sie sich auch längsschnittlich betrachtet in ihrer Gier verändern. Das heißt, bei Menschen, die solche Glaubenssätze haben, nimmt die Gier eher zu und Menschen, die solche Glaubenssätze nicht haben, nimmt die Gier eher ab. Kann man Gier messen? Ja, so wie auch andere Persönlichkeitsmerkmale lassen sie sich gut messen, und zwar in Form von Selbsteinschätzungen. Das sind Aussagen, die Personen dahingehend bewerten, inwieweit sie auf sie selbst zutreffen. Ein Beispiel könnte sein ein Item, ich habe einen unstillbaren Hunger nach mehr. Wenn Sie jetzt wissen möchten, ob Sie gierig sind oder nicht, dann würden Sie also auf dieses und auf weitere ähnliche Fragen angeben, inwieweit diese Aussage auf Sie zutrifft. Und über alle Items hinweg würde man dann einen Score berechnen und das mit den Ergebnissen anderer Personen, die den Test ausgefüllt haben, vergleichen. Gibt es Charakterzüge, die auf Gier hindeuten? Ja, ich möchte insbesondere zwei Aspekte nennen. Das eine ist Materialismus. Menschen, die gierig sind, haben eine besondere Wertschätzung für Geld und materielle Güter. Und dieser Aspekt ist nicht identisch mit dem unersättlichen Streben nach mehr, aber ist stark damit assoziiert. Und der zweite Punkt, und der ist, finde ich, noch spannender, ist Rücksichtslosigkeit. Wir haben in unseren Studien gefunden, dass Personen, die hohe Werte auf Gier haben, sich rücksichtslos und unempathisch gegenüber anderen verhalten. Und das ist insofern spannend, als das zunächst mal mit der Definition von Gier gar nichts zu tun hat. Das steckt auch nicht in den Fragen mit drin, die wir nutzen, um Gier zu messen. Aber das scheint damit einherzugehen. Und das könnte der Grund dafür sein, dass Menschen in ihrem Streben nach mehr sozusagen über Leichen gehen. Ist Gier angeboren oder erlernt? Also wir wissen es noch nicht genau, weil die Forschung zu Gier relativ jung ist. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Studien, die sich das für andere Persönlichkeitsmerkmale angesehen haben. Und es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass das für Gier komplett unterschiedlich ist. Und in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale allgemein ist die Antwort sowohl als auch. Also Persönlichkeitsmerkmale haben eine genetische Komponente, aber sie sind auch durch unsere Erfahrungen und damit durch Umwelteinflüsse beeinflussbar. Und die Summe aus den beiden, die ergibt dann den Phänotypus, also wie Menschen dann am Ende sind. Und in der Regel ist es so, dass sich diese beiden Aspekte sogar positiv beeinflussen. Das heißt, Personen, die mit einer bestimmten Neigung auf die Welt kommen, suchen sich gezielt Umwelten, die zu ihnen passen. Und diese Umwelten wirken wieder auf die Personen zurück. Und somit ergibt sich dann ein positiver oder negativer Kreislauf,
sodass sich eine Anlage, die einmal da ist, eigentlich im Laufe des Lebens durch zusätzliche Erfahrungen eher verstärkt. Und so kann man auch erklären, warum dieser genetische Koeffizient, das ist praktisch das Maß dafür, das wir berechnen, um anzugeben, wie viel geht auf die Gene zurück, wie viel Varianz können wir auf die Gene zurückführen, dass dieses Maß im Laufe des Lebens immer höher wird, was ja eigentlich gar keinen Sinn machen würde, weil die genetische Varianz ist immer die gleiche. Unsere Gene verändern sich nicht im Laufe des Lebens, aber wir machen immer mehr Erfahrungen im Laufe unseres Lebens und dann müsste eigentlich der Anteil der Umwelt immer größer werden und das Gegenteil ist der Fall. Und das lässt sich eben durch solche Interaktionen erklären, dass sich Menschen entsprechend ihrer genetischen Disposition Umwelten suchen, die zu ihnen passen und dass dann die Anlagen, die da sind, eher noch verstärkt werden. Und das ist eigentlich, was wir auch für Gier erwarten würden. Es gibt also eine genetische Komponente. Wir haben also eine bestimmte Disposition, eher hohe oder eher niedrige Werte auf Gier zu haben und werden aber nichtsdestotrotz auch durch die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, mitgeprägt. Sind Männer gieriger als Frauen? Ja, das hat sich in unseren Studien in dieser Form bestätigt, wobei damit noch nicht gesagt ist, wo diese Unterschiede herkommen. Also es wäre denkbar, dass sie eine biologische Ursache haben. Das wäre jetzt die evolutionspsychologische Betrachtung, dass im Laufe der Evolution gieriges Verhalten für Männer einen Selektionsvorteil bedeutete, für Frauen aber nicht. Es ist aber genauso gut möglich, dass die Unterschiede, die wir zwischen Männern und Frauen beobachten können, einzig auf die Umwelt zurückgeht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Geld und Macht und Status positiv bewertet sind. Und wenn wir uns die traditionellen Geschlechterrollen anschauen, dann hat der Mann in dieser traditionellen Betrachtung die Versorgerrolle. Und insofern kann dieses vermehrte Streben nach Geld und Macht bei Männern im Vergleich zu Frauen auch auf solche gesellschaftlichen bzw. Umweltfaktoren zurückgeführt werden. Also die Unterschiede sind da. Die Ursache dessen ist offen.